Hi, hier ist Frank von Wir kochen was. Und hinter der Kamera haben wir... Tattoo. Wir machen heute diesen tollen Burger. Der Burger hat zwei Besonderheiten. Einmal ist der Black Angus Patty. Super geiles Fleisch. 200 Gramm schwer. Das Ganze auf dem Grill gemacht. Und dann haben wir unsere tolle Marmelade, die wir ja neulich gemacht haben, da drin verwendet. Habt Spaß beim Gucken des Videos. Wir haben ein bisschen was zusammengetragen heute für unsere Burger. Wir machen heute Burger mit Black Angus Rind Patties. 200 Gramm das Stück circa. Haben wir uns im Netz gekauft. Dazu haben wir diese Buns bekommen dazu. Da hinten sieht man ja schon das Glas schön in der Mitte mit unserer Bacon-Marmelade. Die tun wir da auch schön drauf. Dann haben wir ein bisschen Käse da, Salat, Tomate. Das Öl brauchen wir gar nicht, weil wir braten gleich schön auf dem Grill. Und da hinten ist noch ein bisschen Barbecue-Sauce, die ich gerne in den Burger rein tue. Kann aber ja jeder so handeln, wie er gerne möchte. Ja, dann legen wir mal los. So, Grill läuft. Haben wir jetzt schon mal so 150 Grad drin. Dann tue ich da jetzt mal wieder unsere schwarze Grillunterlage drauf und tue die beiden Patties da schon mal rein. Die müssen jetzt so ein bisschen durch. Erstmal jetzt ein bisschen braun werden von beiden Seiten. Aber die müssen halt auch durch. Schreiben die jedenfalls von meinem Schlachter meiner Wahl. So, die lassen wir jetzt dann auch erstmal einen Augenblick drin und nachher tue ich dann noch meine Buns ran und werde die auch noch mal ein bisschen anrösten. So, dann drehen wir die mal um. Klasse. Das sieht doch gut aus. Zweite Runde mit unserem Brenner nehme ich jetzt mal raus, sonst ist das mir zu heiß. Okay, wollen wir mal gucken. Ja, das sieht ja schon klasse aus. So, dann tun wir da jetzt schön Käse oben drauf. Versengelt man sich so ein bisschen die Finger, macht nichts. Die Buns kurz da rein, um die auch ein bisschen anzurösten. Und dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen. So, ich glaube, die Buns sind fertig, ja. Schön ein bisschen Farbe bekommen. Nicht so mega, aber schon. Reicht völlig aus. Die nehmen wir schon mal mit rein. So, dann haben wir uns das schon mal so ein bisschen so aufgebaut. Ich mache da jetzt... Macht bestimmt jeder anders. Ich mache jetzt unten einfach ein bisschen Barbecue-Sauce. Weil ich mag sie ganz gerne. Meine Frau, glaube ich, auch. So. Dann mache ich da schon mal ein bisschen Salat drauf. So. Dann ein bisschen Tomate. Gerade Zahl passt immer nicht bei 2. Schade, aber egal. So, jetzt hole ich mir gleich meine Patties rein und dann kommt da noch so ein bisschen was von der Marmelade oben drauf und dann sind wir auch schon fertig. Das sieht schon ganz geil aus. Ist halt dieser weiße Käse, den wir verwendet haben. Hört man, macht schon wieder Schweinkram. So, ich habe den Patty jetzt hier mal aufgeschnitten. Dann könnt ihr das mal sehen. Ich hoffe, dass man sieht und dass es schön scharf ist. Ist halt durch, ne? Aber kann man mal sehen, wie mega saftig der ist. Also das ist schon wirklich super geile Qualität. So, dann tun wir den mal jetzt auf den Burger drauf. Dann kommt da jetzt gleich unsere Marmelade oben drauf. Guckt euch das an. Nur vom Durchschneiden so viel Flüssigkeit. Wahnsinn.
So, dann tue ich da jetzt ein bisschen was von unserer Marmelade drauf. Ich habe die Marmelade noch mal ein bisschen heiß gemacht. Ich dachte, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Wumms noch hat. So, hat sowieso Kraft ohne Ende das Zeug. Da ist ja auch irre viel drin. Also nochmal für alle, die das Video nicht gesehen haben. Es gibt ein Video bei uns, da machen wir diese Marmelade. Super lecker. Kann man nicht nur auf dem Burger tun. So, ready. Ich hoffe, dieses schnelle, kurze Video mit dem Vorschlag unseres Burgers hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, abonniert uns einfach. Und sonst, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie einfach unten rein. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir bekommen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!